Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht schon, ich habe hier meinen guten Freund Niklas an meiner Seite. Du wirst uns wieder besuchen mit deiner Freundin hier übers Wochenende. Spontan, und ich dachte mir, wir ergreifen diese Chance am Schopfe. Zack. mit kurzen Haaren bringt es natürlich auch viel. Ich war auch endlich wieder beim Friseur. Langsam wird es ja wieder ein bisschen normaler, will ich schon fast sagen. Es fühlt sich komisch an, aber man kann schon so sagen, ne? Die Normalität kehrt langsam zurück. Man kann wieder beim Friseur sein, auch mit der Maske, aber es funktioniert. Nichtsdestotrotz stehen wir jetzt vor der SMC. Ich hab schon Bange, wird wieder viel Arbeit. Ich glaube auch, denn grundsätzlich haben wir was vor, was theoretisch sehr leicht ist, nämlich einen Plastiksatz zu wechseln. Ne, hier hinten, Seite, da werden wir keine 5 Minuten brauchen. Aber das sind ja nur ein paar Schrauben. Dann will ich unbedingt hier diese Platte wegmachen, weil mich die irgendwie nervt. Wir müssen uns kümmern um die Schraube hier. Ne? Also super viele Kleinigkeiten. Wir können vielleicht sogar hier die Schrauben auswechseln. Mal gucken, was ich dafür noch welche habe. Jetzt kommt der schwierige Part. Und zwar, das Einzige, was ich bei der alten SMC oder beziehungsweise was ich bei der neuen unfassbar viel geiler finde, ist Fender und Lichtmaske. Die ist halt so rund, so lieb, ne? Die neue ist böse. Wir haben diese Wings da links. Genau. Und jetzt pass auf. Du weißt es schon, ihr noch nicht. Ich habe mir jetzt bei KTM einen Fender für die neue, ein Licht und eine Lichtmaske für die neue bestellt. Das wird knifflig. Und es wird jetzt knifflig, das ranzukriegen, weil ich dachte am Anfang, das könnte ja wahrscheinlich passen, aber jetzt guck dir das mal an. Das große Problem für alle, die eine SMCR besitzen, wissen, dieses Plastikzeug gehört zu der Lichtmaske und wird an die Gabel geschraubt. Bei der neuen ist es andersrum. Da ist die Lichtmaske nur Lichtmaske und dieses Plastikteil ist schon quasi so eine halboffene Box, die hier dran befestigt ist. Aber ich glaube, das funktioniert trotzdem. Die Kabel sind weiterhin immer noch dahinter. Das Problem wird nur sein, hier diesen Spalt zu füllen. Ja, das müssen wir aber gar nicht unbedingt. Also wenn wir das mit Kabelbindern oder so hinkriegen können, dann wäre das, also man kann das auch schön machen. Wenn es mit Kabelbindern funktioniert, kann man es auch mit Gummis machen, wie bei der EXC. Ne? Wir können ja hier durch unsere Werkstatt, sage ich mal, kurz laufen. Hier ist es ja nicht anders. Hier haben wir ja auch keinen Schlitz. Es fällt ja auch keinem auf, sondern nur das Gummi. Das heißt, wenn die Front von vorne geil aussehen wird, bin ich mega gespannt. Das heißt, unsere Aufgaben, wir machen jetzt erstmal kurz Kennzeichen, wir machen kurz Schrauben und dann strippen wir das Bike runter und dann sehen wir uns wieder, wenn die ganz nackt ist. Und dann kann ich euch das nochmal zeigen mit den Lichtmasken, oder? Machen wir so? Bis gleich. So, Schrauben, da wird einem ganz schön warm. Wir haben uns schon ausgezogen. Ich finde es echt immer wieder erstaunlich, wie schnell es geht, so eine Karre zu strippen. Ne? Und wie witzig das dann hier aussieht so. So fährt man eigentlich rum, der Rest ist nur Plastik. Kann ich so lassen, ne? Man kann auch richtig schön an der Seite jetzt den Gitterrohrrahmen sehen. Das sieht richtig geil aus. Ne? Und natürlich auch die alten Teile, die hier echt nicht mehr so geil aussehen. Echt verkratzt und auch ausgeblichen. Ich hoffe jetzt, dass bei den neuen auf jeden Fall auch solche Metalldinger hier drin sind. Weil wenn man die hier umstecken muss, Leute, da sage ich euch auch innen hier irgendwo, dass diese Dinger, das ist schrecklich. Nein, das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Ich muss mal gucken, hier, ich habe die ganzen... Ah, geil, hier sind die drin. Also da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber lass uns jetzt mal um das Vordere kümmern. Denn da bin ich jetzt gespannt, ob wir das hinkriegen. Der Fender würde mich interessieren, ob der passt. Ob man den überhaupt dran schrauben kann. Das ist jetzt der neue. Ne? Weil... Hier ist der alte. Ja, man muss jetzt schon sagen, der vordere wird... der neue wird nur hier geschraubt. Und hier, und der alte wird da. Geil, ist der ganz schwarz. Mhm. Nice. Meinst du, kriegen wir hin? Also wir müssen es in die vorderen Löcher machen. In die hinteren geht's nicht. Aber es würde passen. Zeig mal die Lichtmaske in der Theorie. In der Theorie würde die dann... Boah. Du denkst direkt, das ist eine neue SMCR, ne? Nur mit der Front jetzt. Ja, aber hier müsste die dann sein, ne? Die wäre so weit weg. Das kriegen wir noch anders hin. Wir können dann hier noch zwei andere Löcher machen und die Hülsen umpacken. Dann können wir die Hülsen nach vorne packen. Na, passt das. Boah, guck mal, das würde geil aussehen, ne? Annika? Richtig schön, wirklich. Das wäre schon brutal, ne? Jetzt mal no joke, du denkst wirklich, wenn du die Front siehst, ist es eine neue. Also nix, seh du. Guck mal, David. Sieht richtig geil aus. Schon dran, oder was? Mensch, hey. David, neue Hose? Gefunden auf Otto.de. Ist aber noch nicht fest. Nee. Wir haben es sieht ziemlich geil aus.
Das wäre schon echt. Was ich halt heftig finde, viele sagen ja, dass die Flügel hier richtig hässlich sind. Ich finde die aber todesgeil. Ich habe noch nicht einen gesehen, der das gesagt hat. Doch, wirklich. Ganz viele haben gesagt so, ja hier und diese, diese Flügel an der Seite finde ich nicht wirklich. Haben ganz viele Leute schon mir gesagt und ich finde es eigentlich, ja, also ich finde es todesgeil. Ja, voll, es sieht halt so, ne, als würde die SMC gleich abheben. Ja, Geschmäcker sind halt verschieden, ne, und manche haben halt einfach keinen. Nein, Quatsch, aber ich finde es auch richtig geil. Sieht gut aus. Wer es nicht mag, kann es ja abschneiden, aber ich finde es geil, deswegen sollte das bleiben, aber das passt richtig gut. Genau, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder diese Hülsen und so. Das ist alles ein bisschen unangenehme Arbeit, auch ziemlich uninteressant. Ich würde sagen, in der Zeit baue ich auch hier die Löcher einmal um, dass wir hier, dann werden wir auf jeden Fall hier die Hülsen weiter nach vorne packen und dann würde ich sagen, passt es auch besser mit der Lichtmaske. Perfekt, würde ich sagen, let's go. So, einige Zeit ist vergangen. Wir haben jetzt die Plastik schon mal drauf. Guck mal hier hinten, das Heck. Haben wir auch diese Platte runter weggemacht, damit das clean aussieht. Hier, die neuen Plastics sehen richtig schick aus an der Seite. Und vorne haben wir jetzt schon den Fender rangemacht, ne? Niklas, guck mal hier drunter. Niklas hat hier neue Löcher gebohrt, um den hier zu befestigen. Ja. Und das sieht richtig gut aus, oder? Vor allem schwarzes passt extrem gut. Und wie gesagt, ich finde die Form halt auch viel geiler als bei dem davor. Erstmal dieses Orange ist halt irgendwie so matt. Das passt nicht zu dem Eloxierten. Und das glänzt halt viel mehr als das. Kann auch sein, weil es alt ist, aber irgendwie sieht das trotzdem matt aus, oder? Also ich überall. Ich glaube, den gibt es aber auch ohne Orange, oder? Nee, ich glaube nicht. In weiß, dann ist das schwarz. Das ist stimmt, original. Genau. Schwarz war ja das Aftermarket. Ja. Aber guck mal, auch mit der Biegung und so, der sieht viel aggressiver aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier die Lichtmaske drauf kriegen. Komm, lass ich mal bin auch gespannt. Stimmt, in der Zeit, wo Sörner hier zwei, drei Schrauben links gedreht hat, habe ich natürlich eine aufwendige hier gemacht. Ne? Ich habe die Blinker eingebaut. Ja, beziehungsweise du kannst ja mal die nebeneinander halten. Zeig die mal hoch. So sieht die alte aus, so die neue. Also mal bitte. Die neue ist ja wohl mal tausendmal geiler. Die Lichtform, hier, das ist das gleiche Licht wie von der EXC. Ja. Das gleiche EXC-Licht. Die ist bullig, die ist rund, die ist lieb, die ist aggressiv und böse. Ne? Guck mal auch, was das Licht hier für ein Oschi ist. Ne? Das ist viel kleiner. Nachteil ist immer für die Leute, SMC-Fahrer, die kennen es, wenn man die Lichtmaske demontiert, ist es meistens so ein Krampf, die wieder drauf zu montieren. Ja. Teilweise, wenn du da ein bisschen was an der Elektrik rumfummelst. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall neue Blinker drin. Alle Blinker, die Blinker umgebaut. Ja, Scheinwerfer auch. Wollen wir mal gucken, ob das alles geht. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich packe die Kabel erstmal so an Seite, ist ja nicht so tragisch gerade. Ich packe da mal unten rein hier. So. Geisteskrank. Guck dir das mal bitte von vorne an. Heftig. Boah, das macht so viel aus. Richtig, das sieht heftig, so gut aus. Fährt schon eigentlich von alleine. Boah. Sieht richtig gut aus. Passt ganz gut. Die Frage ist halt nur, wie man das jetzt da rankriegt. Ne? Wir haben den ganzen Kabelsalat. Das Problem ist, wobei doch, die Kabel kann man hier schön hinlegen. Also ich sag mal so, Plan ist es, hier oben die Kante wegzuschneiden. Also damit wir die Lichtmaske weit genug nach hinten bekommen, schneiden wir hier oben das Stück hier weg. Dann kriegen wir die Lichtmaske weiter nach hinten und dann ist der Plan, dass wir hier mit den Halterungen direkt passend zu den Schrauben, also die Halterung passend direkt mit den Schrauben reinkommen. Dann müssen wir hier der Kleine aussparen, aber das sollte passen. Und dann ist echt die Hoffnung, dass es wirklich Loch auf Loch passen könnte. Das wäre echt geil. Das ist der Versuch. Nachteil ist, wenn wir den weiter nach hinten kippen, steigt der Winkel von dem Scheinwerfer jetzt übertrieben gesehen. Mhm. Den können wir aber immer noch verändern, das ist nicht das Problem. Ich glaube, wir sind soweit fertig, oder? Ich habe es noch nicht gesehen, ich saß die ganze Zeit drauf. Während du sie begradigt hast, weil du nicht sehen wolltest, dass ich sie schief sehe, weil Mr. Wetterhahn ist natürlich the Perfectionist. Ich würde sagen, du setzt dich jetzt mal drauf und hältst sie gerade, damit ich und die Kamera, wir das gleichzeitig gleich von vorne sehen. Ich bin richtig gespannt, ich zeig's euch noch nicht. Und ich habe selber auch noch nicht gesehen, geh noch einen Schritt zurück. Ich hoffe, es sieht so geil aus, wie ich es mir vorstelle. Okay, bereit? Ja. Boah, sieht das geil aus. Sieht sogar so ein Licht fett aus. Perfekt. Krank! Das sieht so geil aus. Digga. Das sieht so geil aus. Noch geiler, als ich es mir vorstellen können. Und es ist halt auch echt richtig gerade. Und ich finde, das hier sieht so gut aus.
Die Blinker passen richtig gut. Ja, genau. Überleg mal, genau Anfang bzw. Ende der Lichtmaske beginnt auch der Blinker. Stimmt. Wirklich. Also es ist genau ja echt Millimeterarbeit. Und jetzt schlag nochmal ein, dass wir das zeigen können. Hier ist es natürlich jetzt ein bisschen offen, aber wir haben das mit Kabelbinder gut gelöst. Und wie gesagt, das ist wie bei einer EXC. Wir haben nur, das Einzige, was nicht passt, ist der die Haltung hier. Ja. Da haben wir halt wirklich einen großen Versatz drin. Guck dir das mal an. Aber sonst. Bombfest. Unten in den kompletten Fender ist er komplett vernünftig drin. Sieht das geil aus, oder? Ja. Was ich mich gerade frage, gab es das so schon mal? Ich glaube, das hat noch nie jemand gemacht. Noch nie. Weil viele sagen ja, dass die Seitenteile von der neuen SMCR nicht so geil sind. So, jetzt kommt's aber. Wir haben ja die alten SMCR Plastikteile an der Seite, aber die neue Lichtmaske. Und Fender. Der Fender ist auch noch mal schöner. Guck mal. Hier, ne? Wenn man den alten dagegen sieht, guck mal, ich kann mal beides nehmen nochmal. Ist halt viel kürzer, also mehr Supermoto-Style, ne? Guck mal, ich steck das mal hier drauf. So war das vorher, ne? Das sieht halt aus wie eine hässliche Ente und hier haben wir EXC-Look. Genau, ne? Viel aggressiver. Viel auch, guck mal, hier der Fender, hier, hier, die, das sieht einfach echt besser aus. Wie habt ihr das gelöst? Also wie ist das jetzt hier festgemacht? Wenn wir oben, gut zu erklären, wir haben ja oben jetzt die Kante weggeschnitten, damit die Frontmaske hier mehr Platz hier oben hat. Mhm. Damit das hier nicht die ganze Zeit drückt oder so. Ganz normal die Leitungen wie vorher auch befestigt und dann haben wir links und rechts einen kleinen Kabel dran gemacht. Unten ist ja ganz normal ein Fender drin, das heißt auf Position. Und sonst hier oben nur mit dem Kabel. Aber es hält, wunderbar. Ich finde es richtig geil. Ich finde es auch, sieht richtig schön aus. Müssen wir mal den Blinker testen. Ja. Ich dachte, du wolltest jetzt starten. Nein. Wir starten das Motorrad in der Wohnung. Zwei. Genau, du machst richtig schön. Dann sieht man auch nochmal hier richtig schöne Laufblinker. Und der hat ja Blink-Rücklichtschalter. So, das funktioniert nicht im Start. Nee, ne? Aber wenn du jetzt, deswegen kannst du ihn nach so nicht ausmachen. Guck mal, kannst ihn so nicht ausmachen. Ich fand mich gerade beim Test nicht drückst. Du musst nochmal in die Richtung, weil er die Schalter umgestellt hat, ne? Ja. Das habe ich damals mal in einem Video erklärt. Man blinkt und jetzt fährt man eine Kurve oder wechselt eine Spur. Und dann hört er von alleine wieder auf. So hell, ey. Geisteskrank. Ich würde aber sagen, der Lichtkegel passt sogar schon ganz gut. Ja, total. Also, weil wir haben ein bisschen Sorge mit der Höhe. Genau, ne? Genau. Aber du kannst ihn ja immer noch nivellieren. Ja. Aber das passt eigentlich ganz gut. Das ist echt fest. Ja, total. Also nicht nur provisorisch hier fürs Video, die ist echt fest. Ja, ich bin mega happy. Ich finde, es ist richtig geil geworden. Danke, Niklas. Ich wollte schon wieder drehen. Passt mit der Hand auf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Damit werden natürlich jetzt auch ein paar Fotos bei Instagram folgen. Wie gesagt, ich glaube, zeigt mir jemand, der das schon mal gemacht hat. Vor allem legal, das ist ja auch eine legale Lichtmaske. Mhm. Ist alles verbaut ist, ist egal, du musst nur fest sein. Das ist das. Genau. Das heißt, wir haben volles legales Upgrade. Ja. Und ich würde sagen, als alte SMCR jetzt, ne, wegen dem Vorgängermodell, ist das auf jeden Fall die geilste Variante. Ne? Jetzt noch mit dem Remus und so weiter, geiler Sound, wunderschön, neue Plastics, mega. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut gerne bei Niklas vorbei, da seht ihr mehr Schraubergeschichten. Du hast auch, glaube ich, gerade was an der SMCR wieder gemacht, ne? Steuerkette. Wenn euch da was interessiert, schaut gerne mal bei Niklas vorbei. Und ja, mehr gibt es in dem Video eigentlich nicht zu sagen. Ich muss ja immer noch einmal hier ohne DB-Killer fahren, ne? Das habe ich in dem Video... Ich habe den noch gar nicht gehört, den Auspuff. Ja, machen wir an! Machen wir nicht. Wir standen das Motorrad in der Wohnung, Teil 2! Nichtsdestotrotz hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Däumchen wählt wie immer ein Träumchen. Sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, Peace und haut rein, ihr Landratten.